Willkommen zurück. Unser Fach ist VWL BWL. Wir sind in der Wirtschaftspolitik und wir haben bereits gesprochen über die Begriffe Konjunktur, Konjunkturzyklen, Konjunkturindikatoren und über die Konjunkturpolitik, das heißt das aktive Eingreifen in diese Konjunkturzyklen, die wir auch schon betrachtet haben. Und damit sind wir beim magischen Viereck und das müssen wir uns genauer anschauen. Das magische Viereck ist die Vorgabe, wie man Konjunkturpolitik betreiben sollte. Und zwar ist das geregelt, das sollten wir festhalten, im sogenannten Stabilitätsgesetz. Im Stabilitätsgesetz von 1967. Darauf beruhen diese vier Ecken des magischen Vierecks und das ist die Ausrichtung, anhand derer ein Staat Wirtschaftspolitik betreiben sollte. Nehmen wir sie auf, alle vier Ecken des magischen Vierecks. Da ist der hohe Beschäftigungsstand, das heißt, man soll sich immer danach ausrichten, dass die Beschäftigung hoch ist, wenn man Konjunkturpolitik macht. Man sollte achten auf Preis-Niveau-Stabilität. Man sollte drittens achten auf das außenwirtschaftliche Gleichgewicht. Ich erkläre das alles noch genauer. Und man sollte achten auf stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. Das sind die vier Ziele. Und wir müssen noch klären, die vier Ecken sozusagen, wir müssen noch klären, warum das magisch heißt, aber wir müssen uns auch diese vier Ziele noch genauer anschauen. Deswegen greifen wir das erste Ziel auch auf. Hoher Beschäftigungsstand. Da hat man früher sogar Vollbeschäftigung gesagt. Ja, hoher Beschäftigungsstand ist also eine geringe AL, ich kürze ab, Arbeitslosenquote. Das soll eines der Ziele der Wirtschaftspolitik sein, was wir zum Anlass nehmen, diesen Begriff Arbeitslosenquote mal genauer zu beleuchten. Das sind nämlich die gemeldeten Arbeitslosen. Und das Ganze dividiert durch alle zivilen Erwerbspersonen. Das ist also ein Bruch, das Ganze mal 100. Ne? Also irgendwo muss man noch am besten auf Höhe des Bruchstrichs hier noch mal 100 hinschreiben, obwohl das mathematisch eigentlich gar nicht so korrekt ist. Aber man will eben ausdrücken, dass man hier einen Prozentwert erhält. Diese Größe ist natürlich sehr manipulationsabhängig. Alle zivilen Erwerbspersonen, also Soldaten, zählen hier zum Beispiel nicht dazu. Es zählen auch nur die gemeldeten Arbeitslosen. Wenn jemand sich nicht mehr als Arbeitsloser meldet, aber trotzdem arbeitslos ist, zählt er nicht hier auf diese Quote. Ja, er ist zwar arbeitslos, aber weil er nicht gemeldet ist, kann er nicht berechnet werden. Und da sagt man, eine gute Arbeitslosenquote ist 5%, 5% gleich Vollbeschäftigung. Ja, wenn also eine Wirtschaft nur 5% Arbeitslosigkeit hat, dann kann man von Vollbeschäftigung reden, dann kann man sagen, die Volkswirtschaft ist vollbeschäftigt. Wir merken schon, wie ungenau man hier ist. Denn 5% Arbeitslosenquote ist 5% Arbeitslosenquote. Ja, das heißt, hier dieser Bruch ergibt 5%. Und das heißt, von 100 sind 5 ohne Arbeit, sind arbeitslos. Ja, sagen jetzt die anderen. Es gibt hier halt verschiedene Arten von Arbeitslosigkeit.
die immer da sind, ja, die auch normal sind. 100%, also 0% Arbeitslosenquote kriegen wir nie hin, ne? 5% Arbeitslosenquote muss man natürlich hier dann noch dazu schreiben. 0% kriegen wir nie hin, also auf der anderen Seite 100% sind beschäftigt, kriegen wir nie hin, weil es eben Arten von Arbeitslosigkeit gibt, die auch durchaus normal sind. Da sagt man, da gibt es die saisonale, da gibt es die friktionale, dann gibt es die konjunkturelle und es gibt die strukturelle Arbeitslosigkeit. Und hier wird man immer eine gewisse Arbeitslosigkeit haben, weil es halt normal ist. Was ist saisonal? Saisonal bedeutet, dass zum Beispiel im Sommer, wenn man Stühle rausstellen kann, in einem Gartenrestaurant zum Beispiel, oder auch Biertische rausstellen kann, braucht man mehr Kellner als im Winter, wo das alles zumindest in deutschen Breitengraden nicht möglich ist. Ja, das ist saisonal. Viele Geschäfte unterliegen der Saison, genau wie das nicht nur das Restaurantgewerbe, das ich gerade kurz angedeutet habe, sondern auch das Hotelgewerbe zum Beispiel. Es gibt Urlaubszeiten, es gibt Stoßzeiten und es gibt Zeiten, wo man von Nebensaison spricht oder wo gar nichts los ist oder wo Hotels sogar zumachen. Ja, über Winter zum Beispiel. Das ist saisonal, ja, jahreszeitenabhängig, kann man auch sagen. Friktional ist Reibungsarbeitslosigkeit. Also halten wir kurz fest, saisonal zum Beispiel Jahreszeiten, ja, die die Saison in vielen Gewerben eben bestimmen. Ja, es mag andere Hoch- und Tiefphasen geben, aber Jahreszeiten beeinflussen eine ganze Reihe von Branchen. Friktional, Friktion ist Reibung, also Reibungsarbeitslosigkeit. Da sagt man, da wird jemand im März arbeitslos, meldet sich halt arbeitslos, ist auch 4 Monate arbeitslos, aber gegen Ende des Jahres ist er schon wieder in Beschäftigung. Es ist halt in der Volkswirtschaft nicht immer so, dass völlig alle Zahnräder reibungslos ineinander greifen, sondern dass zwischendurch für ein paar Wochen oder Monate eine gewisse Reibungsarbeitslosigkeit besteht, weil halt die Übergänge nicht so glatt sind. Aber sowohl das wie auch das sieht man nicht als problematisch an. Ja, wir müssen ja irgendwie erklären oder der Prüfer fragt uns, sagen Sie mal 5%, wieso nicht 0%? Und dann könnte man hier rüberleiten und sagen, ja, es gibt halt unterschiedliche Arten von Arbeitslosigkeit. Der Prüfer sagt, wunderbar, können Sie dir mal nennen. Wir nennen sie und dann erzählen wir, reden. Solange Sie reden, kann der Prüfer nichts fragen. Wenn Sie zu dem Thema sprechen, das der Prüfer selber angeschnitten hat, dann kann er auch nichts dagegen haben. Nutzen Sie die Gelegenheit, üben Sie sich auch zu Hause ein bisschen dahin, Überleitungen zu bilden und hier mal so ein Kapitel wie diesen Ast hier sich mal vorzusprechen. Ja? Auf die Frage zum Beispiel hin, warum nicht 0% Arbeitslosenquote? Ja, weil es eben gewisse Arten von Arbeitslosigkeit gibt, die da lauten, saisonal, friktional. Und dann erklären Sie die. Und dann eben konjunkturell, das hängt zusammen mit den Konjunkturzyklen, sagt man, ne, in einer Abschwung- oder Rezessions- oder gar Depressionsphase haben wir halt höhere Arbeitslosigkeit. Und wirklich bedenklich ist die strukturelle Arbeitslosigkeit. Eine strukturelle Arbeitslosigkeit ist ein fundamentales Missverhältnis. Ja, fundamental heißt, dieses Missverhältnis ist nicht nur mal eben schnell zu beheben, sondern da werden zum Beispiel in den Bildungssystemen die Leute völlig falsch ausgebildet, sodass dass die Leistungsprofile und die Anforderungsprofile nicht mehr zusammenpassen.
Ja, ein fundamentales Missverhältnis zwischen Leistungsprofil oder nicht mehr Leistungsprofil. Ja, es gibt gewisse Dinge, die Leute einfach nicht mehr können. Ja, zum Beispiel die eigene Muttersprache in Wort und Schrift tadellos zu beherrschen, ist eine Sache, die ist über die Wupper gegangen. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, nicht bei allen, aber bei vielen. Ja, zwischen Leistungsprofil und Anforderungen. Oder Anforderungsprofil kann man auch sagen. Anforderungsprofil. Also das, was die Wirtschaft, die Unternehmen, die Leute beschäftigen, sollen und wollen, haben wollen und das, was die Leute können. Ja, strukturelle Arbeitslosigkeit ist eine schlimme Form von Arbeitslosigkeit. Konjunkturell kann man immer noch sagen, ja, Schwankungen gibt es halt in der Wirtschaft. Saisonal ist sowieso die Schwankung zum Beispiel durch die Jahreszeiten und friktional kriegt man auch nie ganz raus. Strukturelle Arbeitslosigkeit ist die schlimme Form von Arbeitslosigkeit. Das nächste Eck ist die Preisniveaustabilität. Preisniveaustabilität heißt nicht Preisstabilität, sondern man sagt das generelle Niveau. Damit hat man einen Spielraum geschaffen. Ne? Niveau ist ein Spielraum. Wenn man sagt Preisstabilität, dann würde man unterstellen, die Preise dürfen überhaupt nicht erhöht werden. Ja, das kann ja nicht das Ziel sein. Aber das generelle Preisniveau, ja, zum Beispiel der Benzinpreis schwankt innerhalb einer gewissen Bandbreite. Und wenn wir aus diesem Niveau ausbrechen, dann wäre Preisniveaustabilität, wäre dieses Ziel verletzt. Jetzt fragt der Prüfer wieder, wie misst man das? Gemessen am Preisindex für die Lebenshaltung. Ja, das Statistische Bundesamt macht das mit einem sogenannten Warenkorb. Ja, das kennen Sie wahrscheinlich. Ja, in diesem Warenkorb sind, glaube ich, rund 750 Güter und Dienstleistungen, die ein Durchschnittshaushalt kauft. Und dann bewertet man das mit Preisen von heute und setzt es in Verhältnis zu einem Basisjahr, also gleiche Mengen, aber Preise von damals. Und dann kann man sehen, ob sich da generell etwas getan hat. Und man sagt auch hier nicht 0%, sondern 2% gilt als Zielerfüllung. Ja, wenn man hier nur 2% Inflation hat, dann würde man sagen, das Ziel ist erfüllt. Das dritte Eck und damit das dritte Ziel ist das außenwirtschaftliche Gleichgewicht. Das ist ein Ziel, gegen das jedes Jahr verstoßen wird, weil generell Deutschland mehr exportiert als importiert. Man könnte sagen, außenwirtschaftliches Gleichgewicht bedeutet der Außenbeitrag, ja, der Saldo aus Handels- und Dienstleistungsbilanz, Sie erinnern sich, Außenbeitrag ist null. Na, dann hätten wir im Ausland genauso viel eingekauft an Gütern und Dienstleistungen, wie wir ans Ausland verkauft haben an Gütern und Dienstleistungen. Das heißt das, der Außenbeitrag ist null. Und das ist dann außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Wir kaufen im Ausland genauso viel wie das Ausland bei uns. So, und dann haben wir das vierte Eck. Das ist das stetige und angemessene Wirtschaftswachstum. Stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. Was heißt das? Nehmen wir die beiden Begriffe stetig gleich nicht hektisch. Ja, man möchte nicht in einem Jahr 8% Wirtschaftswachstum und im nächsten Jahr minus 2. Ja, das wäre hektisch. Das wären wirre Rauf- und Runterbewegungen. Das wäre, wie man am Steuer sitzt und das Auto, das Steuer, nicht das Auto,
aber das Steuer und damit das Auto nach rechts reißt und dann hektisch nach links rumreißt und so weiter, das wäre hektisch und das will man nicht. Man will ein stetiges, nicht hektisches, nicht sprunghaftes Wirtschaftswachstum, sondern stetige kleine Zuwächse. Das ist hier gemeint. Und angemessen heißt unterstützend. Unterstützend für die anderen Ziele. Ja, zum Beispiel ein hoher Beschäftigungsstand, der braucht immer ein gewisses Wirtschaftswachstum. Aber eben auch nicht solche hektischen Bewegungen. Ja, aber jedes Jahr kleine Zuwächse wäre wunderbar. Das würde dieses Ziel unterstützen. So, und damit kommen wir zur Stunde der Wahrheit, nämlich die Frage, warum heißt das Ganze magisches Viereck? Warum magisch? Warum verwendet man hier den Ausdruck magisch? Wegen der Zielkonflikte. Und Sie sollten natürlich diese Frage beantworten können, warum heißt es magisches Viereck? Und Sie sollten dann natürlich auch ein Beispiel geben können, mindestens ein Beispiel für einen Zielkonflikt. Ja, zum Beispiel außenwirtschaftliches Gleichgewicht und hoher Beschäftigungsstand ist schon mal ein Zielkonflikt in einer stark exportorientierten Wirtschaft, wo sehr viele Arbeitsplätze vom Export abhängen. Wenn wir jetzt sagen, wir reduzieren unseren Export, damit wir ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht erreichen, würde das diesem Ziel hoher Beschäftigungsstand definitiv widersprechen. Ja, Sie sollten in der Lage sein, hier Zielkonflikte aufzeigen zu können. Ja, mindestens einen Zielkonflikt und das ein bisschen erklären können. So, jetzt gibt es noch das magische Sechseck. Ja, man hat das hier erweitert. Man hat gesagt, in diesem Gesetz hier, im Stabilitätsgesetz, ja, von 1967 hat man diese vier Ziele aufgeführt, wunderbar, aber man hat da eben auch zwei Ziele sozusagen vergessen. Zwei Ziele, die nicht im Gesetz stehen und die dann nachher genannt wurden als zwei Ziele, die man vergessen hat. Und die lauten gerechte Einkommensverteilung und lebenswerte Umwelt. Das sind zwei Ziele. Und jetzt mache ich einen kleinen Schlenker wieder hier. Seien Sie in der Prüfung vorsichtig mit sowas. Aber ich will es an der Stelle sagen. Ich habe gelernt, sehr, sehr vorsichtig zu sein, wenn jemand das Wort gerecht verwendet. Unter gerecht stellt sich jeder was anderes vor. Und gerechte Einkommensverteilung ist ein Ziel, das in Richtung Kommunismus führen kann. Es wird sehr oft verwendet. Und dann denkt jeder, ja, gerecht, wer ist schon gegen Gerechtigkeit? Ja, und am Ende landet man dann in dem System von Karl Marx, theoretisch erdacht, das noch nie funktioniert hat, aber viele, viele Länder ins Elend gestürzt hat. Und ähnlich ist das hier mit dem Ziel lebenswerte Umwelt. Wer will da was gegen sagen? Aber was mittlerweile daraus gemacht wird und wie man dieses Ziel nutzt, um immer mehr Kontrolle auszuüben, lässt mich da auch sehr misstrauisch werden, wenn jemand von diesen Zielen spricht. Seien Sie mit solchen Bemerkungen vorsichtig. Sie wissen nicht, wen Sie da vor sich sitzen haben in der Prüfung. Aber ich will es an dieser Stelle mal gesagt haben. Ich habe gelernt, hier bei beiden Sachen sehr, sehr misstrauisch zu werden und vorsichtig zu sein. Okay, Sie sehen, wenn das hier aufs Tablett kommt, magisches Viereck, dann können Sie eine Menge machen. Trainieren Sie sich zu Hause ein bisschen dahin, dass Sie hier reden, dass Sie hier reden können und dass Sie das als Stichwort verwenden, um Ihr Wissen unterzubringen. Immer mit dem Prüfer, mit kurzem Blickkontakt abstimmen. Der Prüfer wird Ihnen in aller Regel
wohlwollend zunicken, weil Prüfer es lieben, wenn der Prüfling in der mündlichen Prüfung redet, nutzen Sie die Chance, wenn dieses Stichwort kommt. Sie können da eine Menge draus machen. Alles Gute, Marius Ebert.